Na? Na? Da sind wir wieder. Hallo. Na? Deine Haare. Moin Leute, willkommen zu diesem Video. Da sind wir wieder. Heute rasiert Jona mir die Haare ab. Und ey, schön wär's, ich hätte Bock drauf. Ich finde, wir machen die Challenge nochmal, weil meine Haare nachgewachsen sind. Ja, können wir nochmal machen. Wir machen heute wieder eine Challenge und ich habe mir diesmal die Bestrafung überlegt. Willst du jetzt schon wissen, was es ist oder wollen wir das am Ende machen? Ich will es jetzt wissen. Willst du es jetzt wissen? Ja, ich weiß nicht, was die Bestrafung ist. Jona hat irgendwas im Supermarkt gekauft. Ja, dann mach die Augen zu. Also setz jetzt nichts auf mich drauf oder. Nee, du musst doch für was im Mund. Was? Ja. Nein, was ist denn da? Das ist schon die Bestrafung jetzt oder was? Ich zeig's kurz den Zuschauern. Zeig's mir einfach, sag mir nicht. Nein, ich. Zeig, dass du keine Pussy bist. Ja, okay. Das war jetzt nicht so krass, oder? Oh nein. Oh nein. Magst du scharf? Ich hasse scharf. Ja, okay, gut. Ach du Scheiße. Ich habe extra die Feurig-Scharfen genommen. Wir erzählen uns jetzt gegenseitig mal Geschichten. Ich erzähle jetzt so gesehen drei Geschichten und du musst raten, welche davon richtig ist. Also zwei sind falsch. Du erzählst drei Geschichten. Ich sage dann beispielsweise, ist es Geschichte 1 und dann sagst du, es ist richtig, dann bekomme ich einen Punkt. Und wenn es falsch ist, dann bekommst du einen Punkt. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Okay. Dann machen wir Schicksal-Tang, wenn anfängt. Willst du anfangen oder nicht anfangen? Nicht anfangen. Fang ich an. Okay. Mann, ich spielst du gerne Schick Schlag Schlag. Ich kann auch Schick Schlag Schlag spielen. Nee, jetzt fängt. Ja, okay. Doch. Ja, okay. Doch. Ja, du fängst an. Jetzt fühlt sich das auch richtig an, weißt du? Also, meine erste Geschichte ist, immer, seitdem ich alleine in Hotels reise, klaue ich immer alles, was man irgendwie klauen kann. Zweite Geschichte, die ich vorbereitet habe, ist, ich habe mal in der Schule Wasser aus dem Fenster gekippt und dabei einen Lehrer nass gemacht. Aus Panik habe ich aber dann behauptet, dass es ein Freund von mir gewesen ist und dieser daraufhin eine Strafarbeit bekam. Und die dritte Geschichte, die ich vorbereitet habe, ist, im Kindergarten habe ich immer so getan, als würde es mir nicht gut gehen, damit ich nicht draußen mit den anderen Kindern spielen muss bei schlechtem Wetter und so. Okay. Das ist echt schwer, das hast du dir gut überlegt. Danke. Also, gehen wir das mal durch. Hotel. Ich meine, das wäre zu einfach. Ich meine, wer macht das nicht, die Seife mitnehmen? Du musst nicht antworten, ich überlege für mich selber, okay? Okay, ja. Was war das zweite? Das war das mit dem Wasser, ne? Und das mit dem Kindergarten. Was ich ein bisschen absurd finde, aber der irgendwie auch, weiß ich nicht, ich kann es mir vorstellen, dass du das machst. Also ja, ich sag nichts. Ich nehme das mit dem Kindergarten, Antwort C. Kindergarten? Ja. Ist falsch. Nein! Hotel war richtig. Scheiße, echt? Ja, immer wenn ich alleine in Hotels bin oder auch mit Familie, ich weiß nicht, ob das Diebstahl ist oder nicht. Sorry an alle Hotels. Aber jetzt, wo Jule und ich in New York auch waren, wir haben drei Paar Slippers abgezogen, ja. Zwei Bademäntel, ein kleines Handtuch, weil das war ein ganz, ganz kleines Handtuch. Ja, ja. Und die nehmen Bademäntel mit, statt irgendwie einkaufen zu gehen. Man hat auch nicht so viel Platz im Koffer eigentlich, wenn man in New York ist. Ja, wir reisen extra mit drei Koffern mehr noch an, die alle vollstiften können. Ach verdammt, also 1-0 für dich. Ja. Scheiße. Da frag dich mal, woher ich die Kamera habe, die stand im Hotel. Ich kann nicht 3D sehen, weil ich einen angeborenen Sehfehler habe. Ich habe drei Nieren. Was? Ich hatte mein erstes Mal mit 12. So, okay, du bist. Drittens ist auf jeden Fall fake. Dein erstes Mal mit 12. Erstes war, du kannst nicht 3D sehen, weil du einen angeborenen Sehfehler hast. Was heißt das überhaupt 3D sehen? So in Kinos und so weiter. Du darfst gar keine Fragen stellen. Okay, du meinst aber in Kinos. Weil ich dachte gerade, alles, wenn man so sich so umguckt, ist ja 3D. Zweitens war was? Mit den Nieren. Mit den drei Nieren. Drei Nieren hast? Wie viele Nieren hat ein Mensch? Zwei, ne? Kann man drei Nieren haben? Ich sag die erste Geschichte. Im Kino? Ja, ich habe leider drei Nieren. Im Ernst? Keine Scheiße, ja, ich habe eine dumme Niere. Ich habe drei Nieren. Geht sowas? Ja. Ah Mann, verdammt, ich dachte, jetzt kann ich nicht umgehen. Spannende Musik. Ah. Als ich das erste Mal alleine Wäsche gewaschen habe, habe ich so viel Waschmittel benutzt, dass die Waschmaschine ausgelaufen ist. Das ist 1. 2. Als meine Schwester früher mal geschnarcht hat, habe ich ihr die Nase zugehalten, damit die aufhört zu schnarchen, als wir im Hotel waren. Und dann hat die aufgehört zu atmen. Und dann dachte ich erst kurz, ich habe sie umgebracht. Aber sie lebt noch. Ich habe einen Sommer lang jeden Morgen immer Brötchen geholt, mal Geld bekommen von meiner Family und habe immer das Rückgeld behalten und habe dadurch 150 Euro zusammengesammelt im Sommer. Ich glaube nicht, dass du deine Schwester fast umgebracht hast. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber ich meine, das kennt eigentlich jeder, wenn man mit einem. Also meine Schwester schnarcht halt immer. Schöne Grüße an sie. Ja, Nase zu halten. Okay, gut. Aber ich will. Das ist schon eine krasse Story, so weißt du? Das. Glaube ich nicht. So, der Waschmaschine ist schon lustig. Und die dritte Geschichte war. Mit dem Geld. Mit Brötchen holen. So, das Ding ist, das habe ich früher auch gemacht. Ehrlich? Also, ich habe nicht 150 Euro zusammenbekommen, aber immer mal so einen Euro behalten. Und dann gab es immer diese Automaten. Wir waren immer in Italien, solche Automaten, wo man dann so das Geld reinmachen kann für so Scheiß, weißt du? So ehrlich? Flummis oder so ein. Ah, ja, keine Ahnung. Ja. Guck mal, da sieht man so den Unterschied. Luca würde sparen auf 150 Euro und ich kaufe mir stattdessen so 150 Flummis. Ja, nee, ich habe das Geld aber auch ausgegeben dann am Ende hin. Aber muss ich jetzt entscheiden. Ich nehme das dritte mit dem Brötchen. Ehrlich? Ja.
Ja. Ich habe meine Schwester fast umgebracht. Nein, was? Ich weiß nicht. Ja. Tut mir leid, Sarah. Ja, ey, also was heißt fast umgebracht? Ja, das war halt also so Nase zugehalten. Man kennt das, wenn jemand schneit, so, oh, dann hält sie die Nase zu. Ja, habe ich meinem Bruder, glaube ich, auch schon. Und dann habe ich die Nase wieder losgelassen und hat sie nicht weitergeatmet. Und dann hat sie aber wieder angefangen zu schnarchen. Boah, okay, ich habe mich so gefreut, als du direkt zu Beginn meintest, das ist auf keinen Fall. Und ich dachte, yes, oh nein, das ist mein Punkt. Oh. Spannende Musik bitte. Als Kind habe ich mir auf dem Trampolin mal einen Schneidezahn abgebrochen. Ich sage jetzt schon, dass das richtig ist. Ich bin eigentlich in Italien geboren. Okay. Weil ich früher mal rausgeschrien habe, als mein kleiner Bruder in mein Zimmer gekommen ist, dachte er für eine Zeit, dass er raus heißt. Und los! Also entweder dein Bruder dachte, dass er raus heißt, oder du wurdest in Italien geboren, oder du hast den Schneidezahn beim Trampolin springen. Das könnte alles stimmen. Also, dass du in Italien geboren wurdest, das ich weiß es nicht. Also das mit deinem Bruder... Ich habe Mühe gegeben. Ey, okay, die drei Geschichten, das ist nur Raten gerade. Das heißt dann rausgehauen, Zahn komplett weg. Nein, Quatsch, abgebrochen so ein bisschen. Ach, abgebrochen, okay. Das ist ja... Ich weiß, dass ihr schon mal am Gardasee wart. Oder schon mehrmals? Ich habe keine Ahnung. Ich sag das mit dem Schneidezahn. Okay, ist falsch. Nein, was war's? Mein Bruder dachte, er heißt raus. Im Ernst? Ja, als er noch ganz jung war. Habe ich immer, ich war so ein richtiger... blöder großer Bruder. Immer als er zurückgekommen ist, habe ich mal rausgeschrien. Alter. Und dachte, hier ist raus. Ey, Digga, wir haben jeder nur noch eine Runde, ne? Und es steht 0-0. Ja, oder 2-2. Mann. Oder 2-2, ja. Puh, übel spannend gerade. Spannende Musik bitte. Das Finale. Mit 4 Jahren dachte ich noch, dass es den Weihnachtsmann gibt, bis sich mein Vater auf einmal das Kostüm ausgezogen hat und meine ganze Illusion zerstört hat. Dann, wenn Jule mich nervt, sage ich manchmal, ich muss ein Video aufnehmen und rede dann ganz laut, während ich in meinem Aufnahmezimmer irgendwas anderes mache. Und die dritte Geschichte, ich habe früher auf dem Dachboden nach Weihnachtsgeschenken, früher als ich einmal auf dem Dachboden nach Weihnachtsgeschenken gesucht habe, habe ich eine tote Maus gefunden. Und dann hatte ich keinen Bock mehr zu suchen. Also, Maus, Jule oder Weihnachtsmann? Okay, das mit Jule, Alter, weiß ich nicht. Wenn sie das Video sieht, ist sie ja wahrscheinlich dann... Das kannst du ja nicht leaken, so weißt du? Keine Taktik. Also es ist ja so, das mit Jule ist am wenigsten wahrscheinlich, würde ich jetzt gerade denken. Aber vielleicht willst du mich ja schon wieder reinlegen, du kleiner Schlingel, genau wie eben. Ich sag gar nichts. Mit deiner Schwester, weißt du? Ich werde gar nichts sagen und auf nichts reagieren, was du sagst. Mein Vater sich einfach, also auch die Weihnachtsklamotten auszieht, kann ich auch nicht, weiß ich nicht. Ich sag, das mit Jule stimmt. Das mit Jule stimmt? Ja. Stimmt das mit der toten Maus? Nein! Ach, wirklich? Fuck! Wir hatten früher so einen Kabuff, das steht glaube ich sogar in meinem Buch, nein. Wir hatten früher so einen Kabuff, also wir hatten so ein spitz zulaufendes Dach und obenrum in den Dach rum war so eine, mit so einer Dachschräge so ein Gang. Da hatten wir immer die ganzen Sachen rumstehen, meine Eltern, so die ganzen Aufbewahrungskrams, Möbel und so, und da waren auch immer die Weihnachtsgeschenke. Das Finale. Also eigentlich kann ich mich ja jetzt nur noch retten. In der 2. Klasse habe ich eine Missbilligung bekommen, weil ich meiner Lehrerin einen Zettel auf den Rücken geklebt habe, auf dem "Tret mich, ich bin blöd" stand. Als ich in Japan war, bin ich mit einem Kumpel aus dem Stripclub geflogen, weil wir uns daneben benommen haben. Okay. Ich hatte mal was mit einer Referendarin aus meiner alten Schule. Also eigentlich würde ich sagen, 1000%ig die erste Geschichte ist wahr. Weil, also ich glaube nicht, dass du schon mal aus dem Stripclub geflogen bist. Und drittens, du hast doch nichts mit einem Lehrer mal gehabt. Referendare. Ich sehe, die erste Geschichte ist wahr. Mit dem, dass du so einen Tadel bekommen hast. Das ist richtig. Ehrlich? Ja. Junge, Alter. Jonah kam ja an und meinte, oder hat mir vorher noch geschrieben, ey, ich bin noch im Supermarkt, ich hole noch gerade eine Bestrafung. Und ich so, ja, oh, was holst du, ne? Sag ich nicht. Kommt er hier an? Ich so, zeig mal die Bestrafung. Nee, sag ich nicht. Und dann Chili-Schoten. Okay, ist jetzt nicht so schlimm wie Haare abrasieren oder keine Ahnung, was anderes. Aber trotzdem. Okay, also ich muss wirklich sagen, die ersten beiden Runden mit deinen Geschichten war richtig nur raten. Da wusste ich nicht, was... Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was davon richtig und falsch war. Aber jetzt gerade, da hättest du dir noch eine andere Geschichte überlegen müssen, die so ein bisschen... Ach, verdammt! Aus dem Stripclub geflogen in Japan und mit einer Lehrerin was gehabt. Ja, Jonah, ne? Hier haben wir... Piri Piri. Boah, Alter, mir ist gerade so ein Stein vom Herzen gefallen, als das wahr war. Die riechen überhaupt nicht scharf. Ja, riecht ein bisschen pikant. Doch. Das riecht scharf. Das riecht wie Salsa. Ja, doch, das zieht so. Doch. Ich riech. Meine Nase brennt schon. Also abbeißen oder ganz snacken jetzt? Das wie nochmal riecht. Oh, scheiße. Ach Mann, Leute. Oh, yo, wenn man doller riecht, dann ist es schon... Ja, zeig mal, dass du hier keine Pussy bist. Zitat von Jonah zu Beginn des Videos einblenden. Zeig, dass du keine Pussy bist. Wow! Mal alles auf meine Hose rotzen.
Ist nicht so schlimm. Es geht. Es geht? Also, ich esse relativ gerne scharf. Das ist, okay, das ja, ich glaube, für mich wäre es viel, viel schlimmer gewesen. Ach, fuck. Gewesen. Zum Beispiel bei Subway esse ich auch immer Jalapenos drauf. Für mich wäre es auf jeden Fall eine krasse Bestrafung gewesen. Ach, den konnte ich nur so verkacken, Leute. Es tut mir so leid. Abonniert diesen Kanal, damit... Oh. So schlimm? Nee, jetzt gerade kam nochmal so ein Schub irgendwie. Oh. Ich habe runtergeschluckt und dann war einmal... Leute, abonniert diesen Kanal. Vielleicht schaffe ich es ja das nächste Mal, falls wir wenn wir eine Challenge machen. Bisher hast du einmal gewonnen und ich einmal gewonnen, ne? Bei Haare schneiden hast du verloren und jetzt habe ich gewonnen. Ja, also hast du beide Male gewonnen. Stimmt. Ich habe beide Male gewonnen. Du Arsch. Boah, bin ich schlecht. Mal verliert mal Mann und manchmal gewinnen die anderen. Daumen hoch für eine Fortsetzung. Wenn es wieder heißt... Meine Augen brennen nur von dem Geruch dieser Chili. Wir brauchen jetzt irgendeinen Spruch, den wir mal sagen dann. Luca und Jonah machen dumme Sachen. Das war's. War das jetzt dein Outro? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Ich mache einfach nie Outro. Ich sage immer nur, lass ein Like natürlich. Ich mache immer komische Outros. Lul. 23 Minuten wieder. Scheiße.